You need to know that I'm a So, ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Match Runner. Wir sind zurück hier im Wald und ja, haben letztes Mal mit dem Kollegen hier Holz geholt, den wir hier einmal ein bisschen gerettet haben, weil das Ding sich immer wunderschön festgefahren hatte. Nicht so geil. Und ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir sind nämlich bei dieser Holzstation und hier oben das Sägewerk braucht noch einmal Holz und das bringen wir jetzt noch einmal zurück, um dann danach eben wunderschön das Holz von hier nach da unten zu transportieren. Und ja, wir haben hier oben noch einen Truck stehen, den ich mir noch holen möchte. Deswegen, wir bringen jetzt mal kurz Holz weg und dann fahren wir noch mit dem Hammer von hier drüben dahin und ja, holen den oder schalten den Truck noch frei, weil ja, der ist noch nicht freigeschaltet und das wollen wir ja. Wir wollen ja alle Sachen frei haben auf der Map. Dementsprechend machen wir uns jetzt mal kurz eine kleine Route. Wir dürfen jetzt, es wird richtig lustig werden, die heutige Folge. Aus dem einfachen Grund, dass wir das vollkommen verkacken werden. Man merkt diesen positiven Reiz in dieser Stimmlage. Ne, nach der letzten Folge bin ich jetzt nicht so positiv gesonnen, dass wir das hier ohne Probleme mit dem LKW hinbekommen. Weil der mit Gewicht so gar keinen Bock hat. Das trifft's auf den Punkt. Der hat so gar keinen Bock. Und deswegen heißt, müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwie hier selbst aus dem Scheiß retten. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt überhaupt den Fluss hier rüberkommen, weil da hat er schon ohne Hänger zu kämpfen gehabt. Ich ziehe den Hänger gerade auch wunderschön 90 Grad hinter mir her. Weil der halt einfach nicht mitlenken will. Drecksding. Aber drei Achsen an dem Hänger sind auch echt schon in dem Wald eine böse Kombination, die ich jetzt nicht so hart feier, muss man sagen, ne? Leider. Dementsprechend. Nein, wir fahren uns jetzt hier nicht schon fest. Das wäre ein ganz schlechter Folgenstart und das würde das Chi dieser Folge ganz schlimm kaputt machen. Mach jetzt keine Scheiße und mach einfach das, was ich dir sage. Fahr hier hoch. Jetzt klatscht es. Das war Tannenbäume. Ja. So Tannenbaum ins Gesicht geflitscht bekommen, tut nicht gut. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Die können gut flitschen, also dementsprechend. Ich möchte es nicht ausprobieren. Also ich werde es nicht ausprobieren. Ich werde mir keinen Tannenbaum in die Fresse hauen. Wäre interessant und sicher auch lustig. Aber das ist nicht das Niveau meines Kanals. Meins ist tiefer. Mir wäre es eher, dass ich das mit Dildo ins Gesicht flitschen oder also Tannenbäume. Pff. Das ist ja viel zu wenig obszön. Das reißt ja viel zu wenig Leute, sich das anzugucken. So. Wir suchen das Baby jetzt mal hier rüber zu kommen. Ja, bisher, muss ich sagen, macht er das komisch, weil es ziemlich... Ich halte die Fresse. Ich sag nicht, der macht das gut, weil die LKWs haben bei mir immer das Bedürfnis, sich dann total gelobig zu fühlen. Oh. Fängt das nämlich schon an. Das Problem ist, dass wir gegen den Strom, also der Strom gerade von rechts kommt und uns den Hänger so leicht ein bisschen wegspült. Also ein Hänger, der nicht dahin fährt, wo wir hinfahren, ist ein leichtes Hindernis für so einen LKW. Ja, komm, leck mich am Arsch. Wir haben eine Winde, die nutzen wir. Ende im Gelände. So. Winde dran, hoch das Ding. Mir ist scheißegal, hier wird alles gewindet, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich habe keinen Bock, mit dem LKW wieder rumzupiesacken. So, da ist er draußen. Machen die Winde ab. Und dann geht's weiter. Wir haben die Winde nicht abgemacht. Jetzt haben die Winde abgemacht. Sehr gut. Wir hätten noch mit der Winde weiterfahren können. Dann hätten wir ja durch den Baum mitgezogen. Das ist jetzt nicht dein Kack-Ernst, oder? Ich kann euch den MAN-Truck aus einem guten Grund nicht empfehlen. Dieser scheiß Hänger, der hat eine Bodenfreiheit, das ist eine Frechheit. Du kannst mit dem nichts machen. Der gräbt sich überall ein, dieses Wichsding. Es ist kein Scheiß, der Hänger ist ein... Es ist der Horror. So, ich muss nur ein bisschen nach vorne, ne? Nur den Hänger rüberkriegen müssen. Ich hänge jetzt wirklich wieder an diesem Scheißhänger. Ja, der hat sich hier. Oh, guck mal hier. Der zieht sich an eine eigene Insel hier rein. Alter, der hängt ja komplett auf. Oh, Gott, das fängt das schon wieder an. Ich habe damit gerechnet, dass der Hänger mir voll die Probleme machen wird. Der ist nämlich, wie gesagt, der ist viel zu tief für das, was wir hier machen. Ich muss noch mal ein bisschen zurück. Mal gucken, dass ich den hier irgendwie anders rausbuxiert kriege. Wir machen jetzt schon mal eine Winde irgendwo dran, damit ich das Ding einfach volle Kanüle ziehen kann, mit voller Wucht. In dem Baum, sehr gut. Okay, dann wollen wir mal. Ab geht's. Einfach Vollgas. Komm! Ja. Einfach Schwung. Wir müssen auf Schwung bleiben. Komm! Zieh! Ah, Mama, ich habe keinen Bock mehr. Der Hänger mobbt mich. Der wollte jetzt mit mir spielen, jetzt haut er mich. Das ist nicht fair, so macht man das nicht. Geh mir nicht so hart auf die Nüsse. Ich muss ja hier lang.
Ich möchte betonen, ich möchte das noch zweimal machen. Wären richtig kurze, knackige, produktive Folgen wären das. Du kleine Scheiße, ehrlich. Weil da rechts kann man theoretisch auch noch, also hier kann man theoretisch auch noch. Ich nehme mal kurz meinen Kaffee weg, genervt mich gerade. Lukas, genervt vom Kaffee, ja? Hier kann man theoretisch auch noch hoch. Ich denke mal, das werden wir jetzt einfach mal probieren. Aber wir haben hier, warte, wir haben hier einen Truck stehen. Scheiß drauf. Wir fahren hier lang. Ich hole mal kurz den Truck. Hier steht nicht umsonst was rum. Du, Kollege. Ach, der zieht mich ja locker. Also wenn der mich hier nicht rauszieht. So. Papa kommt zur Hilfe. Jetzt ziehen wir das Scheißding da raus. Und wenn ich den ganzen Wald damit umholzen muss, ist mir egal. Scheiß auf Umweltschutz. Umweltschutz ist jetzt vorbei. Umweltschutz hat sich jetzt erledigt. In dem Moment, als unser Hänger meinte, hier zick zu schieben, hat sich das Thema Umweltschutz für mich erledigt. Ist jetzt für mich abfallen. So. Winde anbringen. Jetzt komm her, du Scheißding. Oh Gott, der zieht mich ja runter. Hoppala, da habe ich nicht gerechnet. So. Ich habe voll gegen den Baum gezogen. Das war jetzt nicht so effizient. Warte mal kurz. Ah, nicht gegenfahren. Boah, das war knapp. Das ist Millimeterarbeit, möchte ich behaupten. Ich bin da fast. Jetzt habe ich nicht gegengefahren. Naja. Wir müssen ja links wegziehen. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. So, mal gucken, ob wir ihn jetzt schon gefahren bekommen. Manchmal die Maus, die das den Controller nicht zulässt, ist ein bisschen kacke. Oh, jetzt hänge ich hier aber echt wunderhübsch zwischen den Bäumen. Aber der Hänger fährt zumindest wieder. Ja, er fährt wieder. Nein, du fährst dich jetzt nicht fest. Ach, scheiße, du musst ja voll die leite Kurve jetzt fahren, weil wir niemals rumkommen werden, oder? Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Kacke! Ich hätte nicht zwischen den Bäumen mich durchschieben. Oh, jetzt hängt der Hänger natürlich total toll. Aber ich bin so ein Trottel! Warum schiebe ich. Warum lasse ich mich denn durch die Bäume ziehen? Oh, ich hätte einfach hier außen rum hätte ich fahren können. Hier außen rum, da ist Platz. Nein, zwischen den Bäumen, wo ein LKW gerade durchpasst. Ohne Hänger. Okay, nochmal zurück, die ganze Aktion. Haben wir zumindest gesehen, es geht. Also wir können ihn ziehen. Ich muss ihn hier links vorbeiziehen, weil sonst kriege ich den Hänger nicht rum. Ich muss ja irgendwie einlenken können. So, nochmal zurück durch den Schlamm, weil es so schön war. Ich schieb dich gleich ins Wasser, wenn du dich da nicht freigräbst, das sag ich dir. Fahr jetzt rückwärts. Da wird hier keine Geduld mehr. So, gib dir eine stille Treppe. Ich meine die stille Garage, so. So, jetzt gehen wir gleich mal den so hin. So, jetzt wechseln wir. Und jetzt ziehen wir das Baby nämlich hier nach links raus. Und dann, liebe Leute, klappt das nämlich auch ohne Probleme. Ich wollte nur mal gucken, ob das auch so klappt. Klappt nicht. Der ist nebenbei hier ein Traum. Den juckt keine Oberfläche, keine Unterfläche, den juckt kein Gewicht, den juckt einfach gar nichts. Das ist ein Truck, das bin ich als LKW. Juckt mich nicht. So, zack, weg damit, wie gesagt. Unkraut wird einfach umgehauen jetzt. Jetzt wird hier gar keine. So, jetzt komm her. So, haben wir den Spaß doch. Geht doch. Easy. Gar kein Thema. Sag dir und der Hänger. Wir haben Seitenneigung. Heißt, der Hänger bleibt hinten hängen. Oh, ich krieg's Kotze mit dem Ding. Der LKW ist ja nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass unser Anhänger halt meint, nonstop sich in die Barrikade zu werfen. Ey, Scheißding. Komm jetzt. Wo hänge ich denn jetzt? Es kann doch nicht sein, dass der Hänger so widerspenstig ist, Alter. Hier, ich kann mich auf. Na. Ich habe hier Motivation, Junge. Ich klatsche hier gleich weh. Das kann doch nicht sein, ehrlich. Ey, was ist das denn für ein scheiß Anhänger? Ich hole noch zweimal der Holz. Ist ja gar kein Thema. Ja, deine Mutter ist gar kein Thema. Die wäre leichter aus dem Wasser zu schleppen. Ja, schon so weit angekommen ist, jetzt Mutterwitze kommen. Ja, dann merkt man schon, dass das Niveau jetzt nicht mehr weit entfernt ist, weil ich raste gleich aus. Problem ist, wir können auch nicht zu viel Schwung ziehen, weil dann bleibt er nämlich hinter dem anderen Baum da hängen. Alter, ich.
So, dann ziehen wir das Ding jetzt einfach komplett bis zum... Nein, ich ziehe ihn jetzt nicht komplett bis zum Sägewerk, aber ich wäre kurz davor. Nein, der bleibt an dem Baum hängen. Bleibt... Ach, natürlich! Ah. Komm, ich gebe mir mal ein bisschen die Motivation hier an. Komm, gehen wir ein bisschen nach hinten hier. Komm, komm. Ja, so ist brav. Dann fahren wir jetzt mal ganz nach links mit dem Ding hier rüber. So weit wie möglich und ziehen dann. Egal, der Baum wird umgehauen. Mit Schwung am Baum vorbei. So, meine Fresse. Geht doch. Ja, wie, was nehmen wir daraus, Kinder? Gewalt ist eine Lösung. Genau wie Alkohol. Ein bisschen Destillat, aber egal. So. Fertig. Hat ja auch jetzt nur, nur 10 Minuten gebraucht, bis wir da, ja. Das wird jetzt nächstes Mal so lange dauern. Wir haben also allein eine ganze Folge, also eine halbe Stunde voll, nur wie wir den LKW jedes Mal aus dem Sägewerk rausboxieren. Warte, ich sollte den anderen hier mal ausmachen, weil den werde ich noch öfters gebrauchen. Der wird leider noch öfters zu Gebrauch kommen, deswegen mache ich den mal besser aus. Nicht, dass die Karre hier irgendwann im Sprit steht, weil dann stehe ich nämlich auch komplett doof da, weil dann habe ich gar keinen Truck mehr. Und das wäre extrem dämlich. So, jetzt bringen wir den ganz entspannt, ohne Probleme, ohne irgendwelche Zwischenstücke. Ich habe ja gedacht, wir bringen den zum Sägewerk, dann fahren wir kurz mit dem Hammer den LKW holen. Weil ich halt dachte... Das dauert halt nicht so lange. Endergebnis, ich sollte weniger denken. Alter, dieser Hänger, ne? Kein Scheiß. Das ist das billigste Drecksding der Welt. Damit kannst du auf einer normalen Autobahn Holz schleppen. Okay, aber nicht durch einen fucking Wald. Nicht gemeint vom Modder, das Ding ist zu realistisch. Bitte diese komischen Querstreben da unten rauszimmern und mir da eine Offroad-Federung reinbauen. Ich wäre sehr erfreut. Dankeschön. Ja, ich fahre hier noch nicht durch. Hier fahren wir durch. So, wir bleiben jetzt einfach voll am Gas. Weil jeder Stillstand wird von diesem Anhänger in Hass geahndet. Aha, ich hab Angst, ja. Um ehrlich zu sein, ja, ich sollte Angst haben. Es ist vollkommen gerechtfertigt. Ich sollte nicht über diese Inseln fahren, weil... Hatte ich schon mal erwähnt, dass dieser LKW, dieser Hänger kaum Bodenfreiheit hat. Nein? Beweg dich. Hatte ich schon mal erwähnt, ist dieser verfickte Hänger, keine Boden. Alter, gefährlicher Wasser. Ich mag meinen Fahrer. Der Fahrer hat offiziell jetzt exakt meine Stimmung eingenommen. Kein Bock. Wieder der Sitz so. Nope, das war's jetzt hier. Hier bleiben wir stehen. Das reicht jetzt auch. Ist ja auch gut. Also, Holz kann man auch mal. Wir bauen einen Staudamm, dann ist der Fluss wenigstens weg. Ist er jetzt tot oder was? Ich glaube, unser Fahrer ist gestorben. Er ist tot. Er ist tot, Junge. Der lenkt nur mit dem Kopf so. Links, rechts, Hupe, Dank. Ja, der hat aufgegeben. Ich kann den Mann aber auch verstehen. Alter. Das ist ein leerer Scherz, oder? Ah ja. Oh, mein LKW. Ich hole den schon wieder. Krass. Ja, ich dachte, ist jetzt mal der Zeitpunkt. Ich habe den schon lange nicht mehr gefahren. Ich krieg es Rasten mit dem LKW, Alter. Wie soll ich. Du musst mir Ruhe zeigen, Lukas. Ja, Ruhe, deine Mutter Ruhe. Kein Scheiß. Die Ruhe bringt mir auch nichts. Da wird die Bodenfreiheit auch nicht höher. Guck, wie der hier durchfährt. Wie entspannt. Wie smooth. Kein Scheiß, das Ding beruhigt. Dieses Fahrzeug beruhigt mich. Oh, ja, gut. Das war mit Spaß mit der Beruhigung. Ich bin gespannt, wie der jetzt einfach hier durchfährt. So, la 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 la. Guck mal hier, ach, guck mal, Wasser. Ach, gar kein Thema. Ach ja, schön hier vorbei. Gefährlicher Wasserstand. Was ist dieses Fremdwort, was alle Leute benutzen? Der wäre gerade schon wieder fast eingeschlafen. Ich kann es dem Typen nicht verübeln. So. Und jetzt, liebe Leute, wieder eine Ode von Gewalt. So, ab geht's. Vollgas, gib ihm. Ja, komm ran jetzt, Kollege. Gibt's nichts mehr mit Liebe, gibt's nur noch ein paar Nackenklatscher, Schläge auf die Fresse. So. Ich freue mich, dass der LKW Gott sei Dank natürlich keinen Schaden nimmt, jedes Mal. Alter, warte. Oh Gott, der kippt ja gerade nicht gut. Ich fahre schon extra weit aus, damit er nicht an dem Kackbaum da hängen bleibt. So. Gar kein Thema. War ja eigentlich relativ einfach sogar. Stecken wir kurz ein bisschen an die Seite. So ungefähr, keine Ahnung, total, ich stehe mitten im Weg, ist mir egal. So, Motor aus. Ich sag, ich muss diese Karre schon, ich brauche das, ist mein Lebensretter. Ja, ich stehe vor dem Weg. Ja, super.
Oh mein Gott. Wenn das Spiel dir weniger Hindernisse gibt, stell dir einfach selber welche. Stell dir LKWs in den Weg zum Beispiel. Das ist immer ganz hilfreich. Alter, ich schwör's dir, dieser LKW. Das, liebe Leute, ist der Hass auf Erden. Also Dark Souls ist schwer. Spielt Mudrunner, da kriegt ihr Aggression. Shooter machen Leute zu Killern. Mudrunner macht dich zu einem Killer. Kein Mist, Alter, du musst es irgendwann auslassen. Oh, komm jetzt. Ich will diese Folge nur das Holz wegbringen. Damit wir das eine Säge weg, wenigstens abgeschlossen haben. Du musst überlegen, wir haben noch eins vor uns. Wir haben noch ein ganzes fucking Säge. Oh. Im Endeffekt bin ich gerade wieder zusammengeschrocken. Der Postmann hat geklingelt, der kommt gestern ohne mich rein. Aber ich habe eine ganz eklige Klingel, die ist. Die stellt dir echt die Nackenhaare auf. Ich hasse Wohnungsklingeln. Ich weiß nicht, ich habe bisher nur Wohnungen gehabt, wo die Klingeln alle für den Arsch waren. Also wurde halt danach echt durch eine Therapie einfassen, dass das Ganze heute. Ja, das ist eigentlich der direkte Weg. Macht schon am meisten Sinn. Ah, ich sehe schon, dass man. Oder kann ich hier durchfahren? Links? Das könnte klappen. Ah, wir fahren mal hier links drauf, weil hier ist nämlich befestigt. Und um ehrlich zu sein, bevorzuge ich das doch jetzt im Moment ein bisschen. Ah, nicht die Steine. Jetzt komm da rüber, mach jetzt keine Mist. Warum habe ich eigentlich überhaupt erwartet, dass das funktioniert? Oder? Ah, bin ich sogar selbst von mir begeistert, dass das klappt hier, was ich hier vorhabe? Weil ich mir dachte so, vielleicht mal nicht durch das Wasser fahren? Oh. LKW, mach keine. Alter, es ist. Dieser kleine Fels, willst du mich jetzt verarschen? Wir fahren jetzt einfach hoch. Handbremse, Winde. Kennt ihr das, wenn eure Geduld irgendwann so sagt, so, ach du, heute habe ich auch keinen Bock mehr. So, jetzt komm da hoch jetzt. Geht doch. Baum, bitte bleib stehen. Bitte knick mir nicht ein, mach jetzt keine Scheiße. Ich brauche dich gerade. Sei stark. Sei ein starker Baum. Vielleicht fäll ich dich dann auch nicht. Ich fahre jetzt voll den Umweg eigentlich, obwohl fahre ich gar nicht. Aber nur hier geradeaus durch. Ich glaube, das ist sogar eine bessere Route, die ich jetzt gefahren bin. Wieso bleibt dieses Ding an jedem verfickten Stein hängen? Jetzt fahr doch einfach. Alter, das kann doch nicht sein. Ich kriege Aggressionen, die lasse ich irgendwann aus. Meine dumme Fresse, jetzt komm hier endlich raus. Gott. Oh Gott, hängt LKW. Also wenn der LKW in die Luft geht, dann haben wir ein arges Problem. Dann ist auf jeden Fall viel zu viel Kraft vorne anliegen gerade. Ach, guck mal. Unser Hänger hängt irgendwo fest. Wer hätte damit rechnen können? Entschuldigung, ich musste mal kurz jeden jeglichen Baum hier vom Laub befallen. Oh, wir hängen jetzt da links an dem Felsen, rechts an dem Felsen. Oh, nee. Mann, ey. Mama, ich krieg echt kein. Oh. Heute ist wirklich so eine Folge. Ich kann man auch einfach getrost auslassen, liebe Leute. Die müsst ihr euch nicht angucken unbedingt. Außer ihr habt wirklich Spaß dran, so Sadomaso-mäßig. So. Was ich an einem Stein vorbeikommt, wird über den Stein drüber gezogen. Ganz einfach. Fertig ist. So, dann fahren wir hier weiter. Das wird nämlich jetzt ganz entspannt. Die restliche Tour. Alter, es ist doch nicht wahr. Du gehst gerade ans Gas, das Ding verfährt sich sofort wieder irgendwo. Alter, ich kann das Ding eigentlich komplett von Winde zu Winde ziehen. Alter, es ist doch. Ich fahre einen LKW, keine scheiß Seilwinde. Weg dich. Mein Gott, so. Das kann doch nicht sein, dass das hier so fucking schlammig ist. LKW. Ja, wir bewegen uns. Oh, oh, nein, nein, ja, ja, nein, ja, ja, nein, ja, 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 okay, okay. Ich bleib jetzt mal samt am Gas. Oh, oh, ja, oh, Fortschritt. Oh, ja, wir haben uns bewegt ohne eine Seilwinde. Ich weiß, eigentlich müsste ich das Spiel jetzt beenden und nochmal neu anfangen. Das funktioniert so nicht. Das ist einfach, das darf so nicht funktionieren. Alter, wo hängst du denn jetzt schon wieder fest? Ja, sanft Gas geben endet in einem wunderschönen, sexy Burnout. Da vorne ist das Sägewerk, liebe Leute. Da vorne ist das Sägewerk. Ich möchte das hier nur mal kurz erwähnen.
Alter, warum sind wir jetzt so festgefahren, dass die Seilwinde selbst keinen Bock mehr hat? Och, nein, einfach nein. Ich hab jetzt... Ach. Das gibt es nicht, Alter. So, ich brauche mal hier ganz kurz meinen C375. Komme ich denn zu dir hin? Scheiße, da vorne kann ich durch. Gottes Namen, Alter, ehrlich. Wenn die nicht mal die Winde mehr helfen kann, dann weißt du, wie scheiße krass dein Hänger sich jetzt mal in diesen Schlamm eingräbt. Kack, drei Achsen, ey. Bleib mir damit gestohlen. Ich muss vorsichtig sein, weil wir sind über Baumstämmen. Ich habe keinen Bock, den LKW jetzt hier zu zerlegen. Ich brauche den gerade. Kann man die umfahren? Ich bin mir nicht sicher. Ja, man kann so ein bisschen drüber fahren. So, wie entspannt diese ganzen russischen LKWs hier durchkommen. Und dann fährst du den Kack immer hin, der alle meint, jede 5 Meter ein Zelt aufschlagen zu wollen. Schlag dem gleich ein Zelt auf. Weh, du gräbst. Oh fuck. Geh an. Oh. Gerade fast meine einzige Lebensrettung hier gerade zerstört, ich Idiot. Ich werde mal ganz kurz was mit dem MAN machen. Ich muss mal ganz kurz, weil der hat nämlich was zum Reparieren. Ah, oh, fuck, ich muss mal kurz mit dem anderen Truck näher ran, dann kann ich mich mal ganz kurz den hier ein bisschen reparieren. Weil, das muss ich mal ganz kurz, ich brauche den nämlich nachher immer nochmal. So, Service mal heile. Gut, so, zurück. Einmal die Winde. Bremse. Und gib ihm. Da. Komm schon. Hoppala, mal ganz kurz mit dem Tankanhänger mal schön an den Baum getitscht, weil das macht ist auf jeden Fall sicher, wenn man was leicht Brennbares irgendwo gegenrammt. Und den Baumstamm können wir umfahren. Ja, alles gut. So. Stellen wir den mal mit dem Motor ab hier hin. Zu dem Sägewerk müssen wir eh nicht mehr. Das Sägewerk ist ja hier nach abgeschlossen. Zu dem Sägewerk müssen wir. Stimmt, wir müssen ja gar nicht mehr hier lang. Wir müssen ja dann hier lang. Ah, ist ja nur länger. Das ist ja nur eine längere Route. Das wird viel entspannter, habe ich mir sagen lassen. Längere Routen sind viel besser. Es kann nicht sein, dass du das Ding ziehst und er direkt wieder feststeckt. Guck mal, wie der. Wie kann sich etwas so scheiße eingraben? Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Ich krieg's kotzen mit diesem LKW. Nächste Map, anderes Fahrzeug. Ich fahre das Ding nicht nochmal. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich nehme den Actros wieder. Der Actros war super. Der Actros hat mich weitergebracht. Der Actros hat überall funktioniert. Der Actros war ein Actros. Fertig. Ende der Diskussion. Jetzt kommst du aus dem kacken Schlammloch raus und es klatscht. Jetzt. Gräbt sich halt schon jedes Mal wieder ein, sobald du ziehst. Ey, das ist das Problem. Ich muss ihn erstmal so weit kriegen, dass er irgendwie mal ruhig stehen bleibt. So, jetzt hoffe ich einfach, dass es funktioniert, was ich hier vorhabe. Ja, momentan fährt er zumindest mal. Ah ja, Entschuldigung, da liegt ja ein Baumstamm. Beweg deinen Arsch darüber. Kann ich mit dem Truck den Baumstamm da ziehen? Ich will nur mal kurz gucken, ob ich den einfach da wegnehmen kann, so sicherheitshalber. Ne, kann ich doch, kann ich da. Ist das der Baumstamm? Das liegt ja eigentlich nicht mehr unter dem Truck. Ja, unser Reisetempo hat sich damit unfassbar erhöht. Ich hätte einfach die andere Route fahren sollen. Durch den scheiß Fluss wäre es wieder schneller gewesen als hier durch den Kacksumpf. Oh, wir kriegen Geschwindigkeit drauf, liebe Leute. Sanft am Gas bleiben. Einfach nicht stehen bleiben. Die Wiese bleibt jetzt nicht stehen bleiben. Durchziehen. Lieber Hänger, was verstehst du an meiner Aussage nicht? Noch nicht sein, Alter. Guck, wie schnell diese drei Achsen sich da hinten eingraben, das ist der absolute Wahnsinn.
irgendwo noch ziehen können, oder? Das ist scheißegal, da hinten ist gut. So, weiter geht's. Komm, 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 beweg dich. Nur ein Stück. Jetzt haben wir Traktion. Ja, 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 alles gut. Komm, schaffen wir, schaffen wir jetzt. Wir haben in einer Folge fucking Holz zum Sägewerk gebracht. Neue Glanzleistung und neuer Rekord von Sachen, die ich in einer Folge schaffe. Komm jetzt. Haben es nicht mehr weit. Schaffst du es jetzt auch noch die letzten Meter? Wie viel kommt, dass der Hänger gleich wieder hängen bleiben wird? Ja. Ah, Baumstämme sind nicht gut. Sind nur so Todsfeinde. Ich höre schon Musik. Jungs. Die könnten mich jetzt auch einfach abschleppen, oder nicht? Ey, mein Gott. Ich höre Musik. Die spielen unseren Song. Komm, Truck. Alter, wie der ganze Truck einfach nur noch versetzt gerade. Ist mir jetzt egal, ich ziehe mich nur noch von mit Winde nach Winde. Ist mir jetzt egal, hier wird einfach nur nach Hause geholt, das Scheißding jetzt. Komm ran jetzt. Gib ihm. Alter, unser Hänger hängt so sehr fest, dass der LKW in die Luft gezogen wird. Junge. Ab dem Moment eskaliert die Situation aber ein bisschen. Nein, da ist... Nein, da liegt ein Stein direkt in der Einfahrt. Du willst mich verarschen, oder? Ah, ich bin so kurz davor. Nein, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Nee, den hole ich jetzt nach Hause, den scheiß LKW. Das ist mir jetzt egal. Wenn ich ihn schieben muss. Ich werde das mal versuchen mit schieben, sonst fahre ich gleich vorbei. Aber den holen wir jetzt nach Hause. Ist mir jetzt egal. Alter, was ist denn für eine Furche in der Nacht? Guck jetzt mal an, Alter. So, das Ding holen wir jetzt nach Hause. Meine Jungs spielen schon die Musik. Jetzt komme ich heim. Ist mir jetzt egal. Scheiß drauf wie. Komm jetzt. Fällt sich jetzt gerade nicht fest, oder? Die Schlammspuren von dem anderen Truck sind zu tief. Der kommt nicht durch. Das gibt's ja nicht. Schieben bringt nichts. Schieben bringt gar nichts. Okay, super. Fahren wir vorbei. Ich hoffe, dass es passt. Ja, es passt niemals. Scheiße. Oder doch? Das könnte passen. Bisschen hier, Liebe. Ja, passt doch, sehr gut. Passt, passt, passt. Alles gut. Kriegen wir hin. Ja, mal kurz mal die Seitenscheibe eingeschlagen. Alles super. So. Und jetzt noch einmal eine Ode von Gewalt. Oh, das Ding nach Hause. Ja, komm mit jetzt. Gib ihm. So. Ist mir jetzt egal. Nach Hause geholt haben wir das Scheißding. Und damit entladen wir das und haben das erste Sägewerk abgeschlossen. Boah, meine Fresse. So, in der kommenden Folge holen wir dann wieder Holz. Geil. Und beliefern das andere Sägewerk. Aber das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich habe nämlich jetzt gerade keinen Bock mehr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, würde ich mich selber freuen. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Matuana wieder. Bis dann. Tschüss.